Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute der zweite Teil der Arthur Krupp Villa. Und ja, dann gehen wir mal los und bis gleich. Leute, das sind Einschusslöcher vom Weltkrieg, wahrscheinlich von den Russen. Und ja, wie es ausschaut, ist das panzerbrechende Munition. Und das ist halt hier in diesem Geländer. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir woanders angelangt sind und ja. Leute, wir sind jetzt bei einer anderen Location. Hier seht ihr ein Loch. Und in das Loch wollen wir jetzt mal reingehen. Wenn es ein bisschen ruckelt, liegt es daran, dass ich klettern muss. Und ja, gehen wir mal hinein. Wartet, ich mache extra für euch die Taschenlampe an. So. Ja, hier ist der Umstamm. Dahin runter. Hier. Da sind wir reingekommen. Da gehen wir hinaus. Hier oben ist ein Loch. Hier ist schon eine Menge von der Wand abgebröckelt und hier hingefallen. Hier nochmal zurückschauen und weiter geht's. Es wird bis da oben immer enger und ja. So, noch einmal zurückschauen. Bis hier sind wir hergekommen. Und da kommen wir hin. So, Leute. Hier kommen wir raus. Und
Wir sind jetzt wieder mal im Tunnel, wie beim ersten Teil. Hier muss man halt durch, wenn man zu den anderen Sachen bei der Art der Kopf wieder zu den anderen Sachen gelangen will. Und das kennt ihr ja eh. Da sind dann diese Bogen oder Viadukte. Und ich blende euch jetzt ein altes Bild von der Art der Kopf wieder ein. Und so hat die halt früher ausgeschaut. Die war ziemlich groß. Und ja. Matratze und Bettgestell mit vielen Federn. Da seht ihr auch Weingestelle, da muss richtig viel Wein drin gewesen sein und ein Loch. So, schauen wir mal ins Loch. Thank you.
So im Loch ist Lorb, wie ihr seht, und eine Decke und ein paar Steine und sowas halt. Wie die Decke reingekommen ist, kein Plan. Und nein, das ist kein Lorb. Also. So. So. Dann gehen wir mal weiter. So Leute, hier seht ihr ein Metallgitter, wow, und darüber Holz. Denn das war mal wahrscheinlich der Lüftungsschacht, um das hier unten, den Keller, den Weinkeller, mit Luft zu versorgen. Und ja. So, wir gehen jetzt raus und suchen eine neue Location. Ja, wir sehen uns dann bei der anderen Location wieder. Bis dahin. Oh. Los. So Leute, hier seht ihr einen Stein, wow, und
Den Grupp, ihre Hunde sind hier angeblich vergraben und angeblich sind auch ihre goldenen Halsbänder vergraben, aber bisher hat man noch nie was gefunden und ich glaube auch nicht, dass da wirklich irgendwas Wertvolles vergraben ist. Und ja. So Leute, hier seht ihr Rohre 1, 2 und das sind die Anschlüsse, damit der Teich überhaupt Wasser enthält. Und wir gehen noch dann in die Mitte, da zeige ich euch auch noch was. Und ja. So. Hier seht ihr Rehspuren, die haben anscheinend hier Wasser getrunken und ja, da war mal der Springbrunnen bei diesem Rohr und ja, das Schwierige natürlich bei der Arbeit hier war, erstens die Rohre verlegen, dann den Beton oder die Steine hier rauf zu kriegen und überhaupt das Ganze mal zu machen. Und ja. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und falls ihr es noch nicht getan habt ein Abo. Würde mich riesig positiv unterstützen und auch freuen. Und bis dahin, bleibt schau, schlau, ciao, ciao. Like a Hellcat.